Ja Leute, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute neues Tabak Review. Und zwar wird es heute sehr exklusiv. Und zwar gibt es heute für euch Medite. Und zwar hier Medite, die Sorte Peer Williams. Setup steht wie immer in der Videobeschreibung, Kopfbau und Schnittbild blende ich euch wie gehabt hier ein. Kommen wir als erstes mal zum Schnitt, zur Feuchtigkeit und zum Geruch. Also, schnittmäßig ist zu sagen, ihr habt hier einen mittleren bis feinen Schnitt, aber eher mittel gehalten. Zur Feuchtigkeit muss ich sagen, der Tabak ist perfekt eingezogen, keine überschüssige Molasse. Hier guckt da einfach mal rein. Also vom Schnitt her ja, halt wirklich eher mittel gehalten. Zum Geruch vom Tabak. Ja, zum Geruch muss ich sagen, ihr habt hier so eine Schöne Birne, die im Geruch finde ich so ein bisschen chemisch ist. Dazu weiß ich nicht. Irgendwie wie so eine Mentholnote oder so. Also auf jeden Fall irgendwas Kühles, was ihr im Geruch habt. Aber ich muss sagen, im Geruch trotzdem lecker. Also jetzt nicht irgendwie... Dass man sagt, okay, nee, auf keinen Fall, sondern lecker. Jetzt im Geruch, wie gesagt, nicht wirklich natürlich. Riecht für mich wie so eine Eisbirne, sage ich mal. Also nicht so ein Eisapfel, sondern eine Eisbirne. So in die Richtung, finde ich, geht das. Auf jeden Fall lecker. Kommen wir aber mal zur Rauchentwicklung. Also zur Rauchentwicklung kann man nur so viel sagen wie: Es ist gut, aber in einer anderen Pfeife ist die Rauchentwicklung auf jeden Fall besser. Wir rauchen hier mit der Meduse Sea Bloom. Ihr seht ja, ihr habt hier ein sehr großes Rauchvolumen und das schluckt ein bisschen die Rauchentwicklung. Aber jetzt nicht ganz so schlimm. Ich finde dennoch, die Rauchentwicklung ist in der Pfeife trotzdem super. Deswegen gehen wir über zum Geschmack. Denn geschmacklich ist das Ganze auf jeden Fall anders als im Geruch. Also, im Geruch habe ich gesagt, so eine Eisbirne. Aber im Geschmack ist es wirklich die natürlichste Birne, die es auf dem Markt gibt. Also die Birne, ihr habt wirklich wie, als wenn ihr in so eine Birne reinbeißt. Warte mal, wie heißt die Birne? Die Birne heißt, glaube ich, Williams Christ oder so. Und es ist wirklich wie wenn ihr in so eine richtig frische Williams-Christ-Birne reinbeißt. Ihr habt wirklich so einen richtig schön vollmundig süßen Geschmack von dieser Birne. Echt ultra krass. Deswegen würde ich sagen, damit das Video nicht allzu lang wird, gehen wir über zum Fazit. Also, Schnittfeuchtigkeit. Gebe ich dem Ganzen durch den Schnitt. Ja, 7 von 10 Punkten. Da, wie gesagt, meiner Meinung nach der Schnitt etwas feiner sein könnte, aber dadurch, dass der Tabak wirklich so perfekt eingezogen ist und keine überschüssige Lasse ist, 7 von 10 Punkten. Rauchentwicklung brauche ich nicht viel zu sagen. 10 von 10 Punkten, auch wenn die Rauchentwicklung in der Pfeife jetzt ein bisschen. Äh, flöten geht, aber sie ist dennoch vollkommen okay und in einer normalen Pfeife wirklich perfekt. Zum Geschmack muss ich einfach sagen 10 von 10 Punkten, denn es ist meiner Meinung nach die krasseste Birne, die ihr auf dem Markt kriegt. Ihr bekommt wirklich keine bessere Birne als die von Meditee. Zum Geruch muss ich dem ganzen 8 bis 9 von 10 Punkten geben, da sie wie gesagt im Geruch etwas chemisch ist und nicht so wie im Geschmack. Aber der Geschmack ist ja das Ausschlaggebende. Und deswegen würde ich sagen: heute mal zum Schluss, der Preis. Ihr zahlt bei medit für 150 Gramm 24,90 Euro. Jetzt seid nicht abgeschreckt, bei Medite habt ihr einfach mal ein wirkliches Edelprodukt, sage ich mal. Ich habe noch keine anderen Sorten von Meditee geraucht, deswegen möchte ich zu anderen Sorten nichts sagen, aber der Peer Williams ist trotz des hohen Preises, ihr wisst alle ganz genau, ich bin so ein kleiner Geiziger, mir 200 Gramm, 20 Euro ist so bei mir eigentlich das Maximum für normalen Virginia Tabak, aber diese Birne ist einfach so krass, dass ich sage... 24,90 für 150 Gramm ist bei dem Tabak wirklich trotzdem okay. Es ist nichts, was man sich jeden Tag gönnt, aber das ist wirklich mal für besondere Anlässe. Deswegen würde ich sagen, wenn ihr die Möglichkeit habt, den Peer Williams zu probieren, probiert ihn auf jeden Fall. Ihr werdet keine krassere Birne finden. Deswegen würde ich sagen, ich rauche den Kopf jetzt. Genüsslich zu Ende, und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Damit macht's gut. Ciao, Leute.